Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei Kingdom Come mit dem Schlechtwettersimulator. Und mir fällt gerade auf, dass die Grafik mal wieder sehr, sehr hübsch auffällt mit dem Licht. Ich meine, es ist auch sehr interessant, dass vorher das Licht ist, aber in dem Fall, hier kommen schon wieder drei, um zu beten oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Mir fällt gerade der Mond auf. Schon mal, sieht man den? Ja, es ist ein bisschen dunkel, aber man sieht es soweit. Mit den Blitzen sehr hübsch. Oben die Burg, wo das Feuer ist. Ah, ihr wisst es ja. Ich liebe es, ich liebe es. Ich hoffe, ihr mittlerweile auch. Q? Huh? Ach, hier, erst mit dir muss ich reden? Ja, hallo und willkommen. Das machen wir noch gleich und wir müssen ja unseren Heineck hier finden. Komm her. Komm her. Oh. What's going on? Mein Nachtgespräch. Yo. I want to ask about the courier's son, Himmick. Then ask someone else. I have nothing to do with Riki. He'd only drive my customers away. I heard a different story, though. That the two of you were doing business together. Who are you, anyway? Oh, Musik ist ganz schön laut, hört mir auf. He's gone missing and I need to find him. I don't know where he is, but if you find him, tell him he still owes me some goods. Moment. Ich mach mal eben etwas. Ich weiß nicht, ich hoffe, ich werde es wahrscheinlich runterdrehen, aber... So brutal habe ich ihn auch wieder nicht runtergedreht. Hallo? Nun gut. So, komm mal her, Freundchen. Gib mir was. Hold the mic. So, Riki hatten wir schon. Ja, aber er möchte nicht. oh, was? Ich habe keine Zeit. Oh, kämpfen. Ja, wir machen mal das. Überreden. But I urgently need to know where Riki is. Sie noch sehr, sehr viel. Oh, jetzt. Where he disappeared to. More than you think. It's quite possible Riki is hiding out at his poaching lair. And believe me, it wasn't hard to find out who was buying game from him. And it's even easier to go to the castle and tell them. All right. But give me a word of honor. You won't tell anyone about our deal. You have my word. Fine. So what do you want to know? Heineck's Hideout. Wir haben ihn also überredet gekriegt mit dem ganzen Project Level, also wo es ist und so weiter und so fort. Und wer mit ihm betreibt, da den ganzen Handel und alles drumrum. Und jetzt wollen wir wissen, Heineck has a hideout in the woods. Wo ist sein Ding for hunting game. Do you know where it is? I don't know exactly. That is, I don't know where it is at all. But? What I happen to know, it's a dark place, a cave or an old mine shaft. How do you know? Eine Höhle oder eine Minenschacht. He always came to me first for candles and lamp oil. Ken? He brought the game skinned and gutted, so he had to have light for that. Ah, Lampenöl und Kerzen hat er immer gebraucht und so weiter. Das brauchst du ja meistens, ja gut, zu dem Zeitpunkt auch, ne? Guck mal, ich hab Luxus, hier ist eine Lampe, oh, schön, er schaut aus, oh, hell heute hier. Luxus, das braucht man ja theoretisch auch nachts irgendwo, sonst nicht überölen, damit es länger ist, aber... Not much. A few pieces. Da hinten geht auch jemand. Demand here. Sometimes cool. The gentry has something. Otherwise it ends up in sausages. Okay, and where's the mineshaft in the area? Do you know the whereabouts of some mineshaft in the area? Das wollen wir wissen. But a few months ago, the quarrymaster, Sir Rupert, was complaining over his ale here that Lord Divish had saddled him with a hell of a job. Skull. He had to check out all the old mineshafts in the area to see what state they were in. I'll try asking him then. Thanks. You're welcome. Okay, you're welcome. Oh, seht ihr mal, guck mal, wie gut das Gespräch doch enden kann. Okay, enden wir den Dialog hier mal eine Runde an der Stelle. Tell him hello from me. The bloody Tusspot. Oh, yeah. Wir müssen also Sir Rupert finden. Jetzt müssen wir mal gucken, ist der das im Schloss? Das ist da oben, ne? Oder ist das der alte Minenschacht? Also da ist ja, da müsste ich ja hin. Da gehen wir jetzt auch einfach mal hin. Komm, das machen wir mal. Ich muss bloß, also, ja, wenn es hell wäre, wäre schon schöner. Kann ich die Zeit vordrehen? Ja, mit T. Also, hier, man soll doch einfach die Pfeiltasten verwenden. Rest, Food. Ja, so dann wollten wir nicht. Wir machen mal so ein bisschen Sonnenaufgang hier. Schlafen wir mal. Und wichtig ist, das haben ja auch die Entwickler gesagt bei unserem Treffen, was ich letztes Mal schon erwähnt hatte. Während dieser Zeit ist das nicht nur rumgedödelt, dass die Zeit vergeht. So,
Das kann aber auch jetzt ruhig mal ein Ticken schneller sein. Sondern, also nicht in Spielen, wo die Uhr sich dreht und dann stehst du im hellen Licht da und die Person ist vor dir. Nein, während sich das hier jetzt dreht, und das ist gerade sehr langsam, bin ich mal so erstaunt. Jetzt habe ich es abgebrochen. Aber, okay, geben wir einfach mal Zeit, wenn das können wir sinnvoll nutzen. Und zwar, jede Person, jeder Hans Wurst, jeder Bursche im Wald, jede Person geht seinem Tagewerk nach. Das heißt, wenn er dann um, ich sag mal jetzt zum Beispiel 0 Uhr geht, dann ist das so. Dann geht er. Also, das, was du auch, finde ich, ist mir nicht so bewusst, in vielen Games nicht hast. Oder in vielen Games in 99,9% nicht. Entschuldigung. Jetzt vergeht die Zeit doch schon mal ein bisschen. Du setzt sonst die Zeit immer so ein paar Stunden vorwärts. Und ja, du ploppst, ob es nachts, ob Tag ist, du ploppst da, der Mensch, die Person, die da vor dir ist. Ah, die ist genau dann da, wo du auch bist. Obwohl, rein logisch, 10 Stunden weiter, steht vor mir. In gleicher Montur, in gleicher... Ihr wisst, was ich meine. Und das, so banal es ist, ist ein sehr, sehr wertvolles Detail. Ich bin nur gerade erstaunt, dass es wirklich so lange dauert, weil das hätte ich dann echt schon mal vorbereiten können. Das Licht ist aber auch echt... Warte mal, pass mal auf. Immer mal ein bisschen ruhiger. So. Wobei ich es echt hätte vordrehen können. Warte mal. Hat es wenigstens aufgehört zu regnen? Ja, oder? Ja, regnet tut's noch, aber kein Gewitter mehr. Der Mond ist auch nicht mehr zu sehen. Ah, doch, ist noch Gewitter. Kann ich mich denn nicht irgendwo hinlegen? Habe ich eine Fackel oder sowas? Wir gehen das Ganze mal durch. Wir gehen jetzt, wir die Zeit nutzen, wir. Das Spiel bietet viel zu... Ich finde es immer so hübsch. So hübsch in dem Moment, wenn es blitzt. Da muss ich mir das Spiel mal anhalten. Also, in der Aufnahme, weil jetzt anhalten geht ja nicht. Mach dich mal einmal kurz Stopp. Und dann rundum sehen, was du siehst, wie das beleuchtet ist, wie das aussieht. Ich finde die Grafik genau exakt dann sehr hübsch. Zum Beispiel, wenn ich jetzt nachts irgendwo draußen unterwegs bin und mir diesen Baum angucke, so siehst du die nachts auch. Einmal klar, ne, Grafik, ich sehe es auf dem Monitor besser als ihr über das, ne, YouTube und Co. Aber es ist schon, sick. Sick. Regnet aber schon weniger, oder? Oder sind das die Bäume? Warte mal. Er regnet noch. Da ist der Mond. Siehst? Auch der zieht rum. Nice. Ich überlege gerade, ob wir sonst mal einfach den Weg weiterreiten. Ja, machen wir mal. Wir müssen ja nachher eh hoch. Den könnte ich jetzt nachher einfach mal... Oder ich spule die Zeit mal vor. Warte mal. Was haben wir denn da unten überhaupt für einen Wert? Was ist das unten rechts? Ist das die Zeit, die ich vordrehe? Nein. Oh, das ist meine Rüstung. Oh Gott, da drückt man einmal I. Also. Da sieht man einmal, genau, die Waffen, alles, was ich anlegen kann. Wo es hingehört. Ich sehe beim Switchen sich auch immer wieder anders aus. Er lädt dann. Bandage, Lockpick, das ist klar. Player. Level 12? Okay, Speech, da sehen wir es. 8. Gable Customer, Final Offer. Sichtbarkeit 50%. Das ist ja auch für später wichtig, wenn ich dann irgendwann mal ein Dieb sein möchte. Oh, Entschuldigung, ich sehe gerade, ich bin im Weg. Ich bin gerade höllisch im Weg. Pass mal auf, wir machen mal was Stylisches. So. So. Entschuldigung. Und Speed. Ja, vor allem ich hier mit meinen breiten Schultern. Ich bin ja auch mal ein kräftiger Kavenzmann. So. Health, Stamina, Rest, Food. Das heißt, ich muss mich langsam mal um was zum Essen kümmern. Und Rest, also Schlaf. Ich müsste immer mich irgendwo hinlegen. Ich suche mir jetzt gleich mal ein Bett. Dass das fährt. Okay, nice. Stamina, aha. Neues, 50%. Okay, man kann also alles durchgehen. Questlog. Okay, first I should get to the military encampment. Bei mir hört. Mir hört. I'll find Rinky. Okay, ist die Map. Ah, ich kann mir die Quest auch anzeigen lassen. Oder eben noch nicht.
GG. Finde ich gut. Er sagt, nö, ich mache Hardcore-Mode. Also, Hardcore-Mode für diejenigen, die es wollen. Ne? Ihr wisst ja, wie ich es meine. So, Crafting ist aber noch ausgegraut, leider. Kommt er noch? Achso, Entschuldigung, ich habe Combat. Combat. Oh, lol. Break, break, arm, break, take. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, ihr seht, man kann sehr, sehr viel skillen. Alchemie, Verteidigung, Kämpfen, also Fechten so gesehen. Herbalism, Pflanzen, Kunde im Endeffekt. Horse Riding. Buffs. Hungry. Lol. Reputation. Villagers, Soldiers. Das heißt, ruf auch. Also, ihr seht, das ist schon so riesig. Wartet mal, Entschuldigung, ich werde mich mal wieder korrigieren. Wenn das okay ist. Und. Ja, wir ziehen jetzt einfach mal in ein Haus rein. Achso, ich bin noch auf dem Pferd. Ich wollte gerade da reinrennen. Kann ich die Fackel nicht ziehen? Nee. Ist hier ein Bett frei? Wir gucken mal vorsichtig. Ab mit dir. Runter von Plötze. Entschuldigung, dass ich euch jetzt wirklich nur fast 10 Minuten hier zulaber. Aber so sieht hier mal ein bisschen anders. So, gehen wir mal durch, wie das... Ah, sehr schön. Was? Ich möchte nicht mit der Fackel zuhauen. Oh, lol, das Schwert habe ich auch noch. Das möchte ich ja nicht. Die, ey, die Fackel. Warte mal. Dann lege ich mal das Schwert ab. Ich wollte sagen, geht die Sonne auf? Nee. Kann das Feuer fangen? Also siehst du, ich kann nicht zuhauen. So kann ich jetzt überhaupt nicht. Das andere war ja nur mit dem Schwert. Ich dachte, ich kann. Plötze. Oh, hallo. Wo geht's denn hier rein? Okay, er schläft auf der Bank. Sit. Warte mal, was habe ich da für einen Buff da unten? Buffs? Reading Spot. Ach, weil ich an einem Lesepunkt bin. Oh, lol. Aber wieso kann ich mich nur hinsetzen und nicht mehr? Warte mal. Wollen wir? Ich drehe mich nochmal ein bisschen um. Ich sehe ja eine, so wundervoll. Ich kann mich nur hinsetzen. Oh, oh, oh. Ich sitze hier wirklich nur. Der hat kein Bett, der gute Mann. Da oben. Hat er was gelagert, aber keine Treppe. Oder Leiter. Irgendwas, was auch immer. So, hier hat er hinten irgendwo ein Bett, der Junge, ne? Scheiben. Leiser. Kann ich bei dir noch mal schon was mitnehmen? Was meinst du? Kann ich die Hühner mal umkloppen? Ich kann sie ja, also Messer, Schwert, Schere nicht, sind für kleine Kinder. Oh, stecken da hinten drin. Da gibt es immer was zu entdecken, oder? Es ist ein... Alles klar, ich kann hier nicht rüber. Es hat aber aufgehört zu regnen. Ich muss ja nochmal testen, ob ich die Zeit echt nicht vordringe. Nur noch 5 Stunden. In der Präsentation ging das deutlich schneller, muss ich mal sagen. Aber wahrscheinlich muss er hier wirklich viel zu viel berechnen. Ich habe keine Ahnung. Ich möchte gerne auf dem Pferd mit der Fackel unterwegs sein. Aber warte mal, da geht einer. Oh, Entschuldigung. Man muss erstmal gesund werden, bevor man aufnimmt. So, rübergesprungen. Hallo. War da ein Bett? Darf ich hier rein? Ich kann hier ein bisschen was mopsen, glaube ich, aber das war nicht meine Absicht. Ich wollte mehr so... Hast du noch was frei? Die schlafen ja... Entschuldigung.
Watch it. Das finde ich. Das ist genial. Oh, was ist denn da noch viel an hier? Zerrissen. Das ist. Ja, das ist nur wieder Sit. Ich möchte schlafen. Gibt's denn hier irgendwo ein Gasthaus? Ich habe schon wieder vergessen, wo es ist. Ist das das Gasthaus? Nee, da oben aber, ne? Mit denen auch nicht. Thornburg. Hier gibt's Hasen. Okay. Wie kann ich denn schlafen? Ich grübel gerade echt. Huch. Kann ich was mitnehmen? Nee. Ich nehme mich nicht irgendwo. Die Axt ist. Kann ich nicht. So, mein Pferd. What? Das war das Pferd? Von dem Pferd habe ich Schaden gekriegt. Willst du mich belämmern? Halt dein Ernst. Das ist cool. Oh Mono, schlaf doch nicht alle. Da suche ich echt in dieser Folge im Bett, weil es so dunkel ist. Ich glaub's nicht. Ich möchte euch lange nicht auf den Arsch gehen, aber wir haben jetzt ein bisschen was gesehen vom Skillsystem. Ich glaube, dabei belassen wir es auch. Ich drehe die Zeit gleich mal vor, wenn es hell wird, und dann reiten wir los. Ich möchte euch nicht zu sehr behelligen, aber so seht ihr mal, wie es bei Nacht ist. Und auch da muss ich wieder einen Punkt annehmen und sagen, was passiert denn? Es ist Nacht. Geh mal raus. Wie hell ist es dann? Entschuldigung, das war jetzt natürlich... der Effekt war grandios. So, wie hell ist es dann? Hm? Ich glaube, dass es nicht so aussieht, sondern doch tatsächlich mehr so. Und deswegen ist es auch wieder da realistisch. In vielen Spielen wie Rust und Co. und hast du nicht gesehen, da kommst du nachts sehr gut durchs Leben, weil du siehst es. Hier nicht. Und da kommen wir wieder zum Realismus-Part, der natürlich grafisch noch ein bisschen überarbeitet werden muss, weil die Fackel scheint hier ja nicht gegen. Ist eine Arbeit. Muss da hinten. Steht da hinten wer? Ach, das ist das Schild hier. Hier ist Sense. Ja, Entschuldigung. Ich dachte, hier steht einer. Ich habe gerade echt so... was? Aber gut. Dann würde ich sagen, drehe ich mal die Zeit vor. Wenn ihr in der nächsten Runde... Jetzt haben wir uns ein bisschen das Player, das Skillsystem und sowas angeguckt. Und sind ja auch weitergekommen im Endeffekt. Und sehen uns dann in der nächsten Runde, wenn wir dann auch bei Tageslicht losreiten. Und da geht's wieder ab. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns.